Ja, hallo Leute, zurück und willkommen auf meinem Kanal. Wir haben hier heute mal ein altes Bauernhaus gefunden. Und ja, jetzt sind wir hier mal im Kellerbereich drin. Jetzt wollen wir doch mal schauen, was uns da drin so erwartet. Das scheint richtig uralt zu sein. Und von daher, ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir marschieren da erstmal rein. So, also hier von außen haben wir schon mal eine richtig schöne alte Tür. Und hier kommen wir auch in den Kellerbereich rein. So, einiges Blechle. So, da wollen wir mal schauen, was hier so ist. So, Lars ist auch wieder mit am Start. Hallo, sei gegrüßt. Mahlzeit. Zahmeid, okay. Alter Falter, das ist ja hier. Guckt euch doch mal die alten Türen an. Sowas hat man ja auch noch nicht gesehen. Das ist ja richtig uralt hier. Oha. Ja, gut, okay. Erster leerer Raum. Schauen wir mal weiter. Aber hier auf jeden Fall geht es hier noch richtig weit in den Keller rein. Und richtig alter Steinboden hier. Aber ich glaube, hier im Keller ist nicht viel, bis auf diese richtig uralten Türen. Das ist schon echt krass. Boah. Oh, hier unten noch eine Heizanlage. Sehr interessant. Muss uralt sein. Riecht ja auch schön muffig hier. Lars, es riecht wieder muffig. Herrlich. Ich habe davon gerochen. Eine schöne Fließbandanlage. Die so alt ist sie noch gar nicht. Ja, na gut. So Leute, im Keller sind wir durch. Und jetzt geht es hier nach oben. Herrlich, schaut euch die alte Treppe an. Ist die auch noch sicher? Ja. Ich habe sie getragen. Ja, das ist ja schön. Ja, also bis jetzt kommen wir auch noch hoch. So. Ja, ich glaube, hier kommen wir erstmal ohne Licht aus. Ja, so, jetzt sind wir hier in dem ehemaligen Eingangsbereich von diesem alten Bauernhaus. Echt toll. Also ein richtig altes Gemäuer muss das hier sein. Hier haben wir auch noch eine richtig alte, schöne Treppe wieder. Eine Lampe, die ist noch nicht so alt. Aber wenn ich mir hier unten das alte Laminat oder den alten Laminat anschaue, das erinnert mich auch wie an die 60er. Weil so ein Laminat, Leute, hatten wir auch bei uns zu Hus. So, na gut, okay, schauen wir mal in den nächsten Raum. Muss man aufpassen, dass hier der Bauer uns nicht sieht. Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Ha? Ja, zerschlagenes Fenster. Das hier wird mal ein Kinderzimmer gewesen sein, behaupte ich mal. Und kleine Tür, hier geht's weiter. Ja, Mehrfamilienhaus. Auch ein kleines Zimmer, aber auch leider leer.
So, jetzt hier mache ich mal ein bisschen Licht. Oh, guck mal, hier ist aber mal schön ausgesehen. Hier war wohl meine Küche. Ja. Hier hat man sich das Wohnlicht gemacht. Leider alles leer, aber Gott, was soll's. Und hier kommen wir dann wieder zurück in den Eingangsbereich. Und dann geht's wieder in den Keller. Hier haben wir noch richtig schöne alte Tapete. Na gut, wollen wir gucken, was uns im nächsten Raum erwartet. So, auf geht's in den nächsten Raum. Ach was. Jo. Hier war mal Partyraum, würde ich sagen. Ne, hier unten auch wieder richtig schönes altes Lami. So, und wenn wir dann mal hier mal schwenken, dann haben wir hier sogar eine kleine Bar. Hier oben ist noch ein bisschen Stuck. Schöne alte Tapete. Aber so alt ist das hier scheinbar noch gar nicht. Also zumindest hier, dass hier das letzte Mal renoviert wurde oder tapeziert wurde, sagen wir mal lieber. Ja, hier haben wir, wie gesagt, den alten Tresen. Schön, schön. Ja, Leute, hier haben wir auch wieder leider nur einen leeren Raum. Kaputte Jalousie. Hier geht es wieder nach draußen. Nana, was sagst du so zu dem ganzen Ding hier? Bis jetzt finde ich das ganz cool. Ja, das war leider wenig Inneneinrichtung, aber knirsch, knarsch, dafür schön alt, ne? Ja, hier haben natürlich dann auch Badesystem, ja? Naja, zumindest ein bisschen davon, ne? Dusche, Tour wird auch da gewesen sein. Na gut, okay, lassen wir das. Ja, jetzt sind wir schon wieder im nächsten Raum. Aha, hier hat bestimmt mal ein alter Ofen gestanden, da bin ich mir sicher. Ja, auf jeden Fall alles schön uralt. Ja, schade, dass das hier auch verlassen ist. Bauzaun steht drumherum, dauert wohl nicht mehr lange. Hier auch wieder eine richtig alte Tür. Na, hat was, hat was. So Leute, den geht's hier weiter. Also ich meine, ich finde das toll, ne? So, wo sieht man denn heute bitte noch so eine alten schönen Treppen mit solchen Verzierungen. So, auch hier gehen wir mal hoch. Uiuiuiui. Hoffentlich hält das hier alles. Ich bin ja nicht so sicher, aber hält. Puh. Das ist aber stickig hier. Hier, Freunde, noch alte Stromgeschichten. Wieder aus Bakelit. Und hier ist aber ein bisschen stickig hier oben und auch nicht so helle. Ja, sind wir gleich schon auf dem Dachboden hier, ne? Hier sind natürlich. Was hast du? Ich sag, das ist ganz schön groß hier. Ja. Ja, hier auch noch eine alte Junkers-Geschichte. Ich kann auch die Temperatur mit einstellen, wie warm es denn hier schön sein soll. Ja, aber auch wieder leerer Raum. Leider Gottes alles schon ausgeräumt. Macht nichts. Marschieren wir hier mal durch. Ja, naja. Ja, hier ist leider nicht mehr viel zu zeigen, Freunde. Das tut mich traurig. Und ja, Lars, hier solltest du aber aufpassen. Doch. Ja. Naja, wer weiß, wie morsch der Boden ist. Aufgesehen. Aha. In der Hoffnung, dass da noch was zu finden ist. Ja, vielleicht war ja was zu finden. Das kannst du haben. Bei solchen alten Bauernhäusern, ich meine, guckt euch die alte Substanz hier mal an. Ich gehe jetzt hier mal, ja, das hält aber hier. Ne? Früher hat man ja auch gerne mal in solchen Bauernhäusern was versteckt. Ne? Was keiner so finden sollte. Vielleicht von früher noch oder wie auch immer. Man weiß es nicht, ne? Ja. Ja. Ja, da hat tatsächlich jemand aufgesägt. Und ja, vielleicht war hier was versteckt, Freunde. Vielleicht war hier mal was versteckt. So, oh Gott, das ist ein niedlicher Raum hier. Kleiner Flur. Auch aufgestemmt. Ja. Aha. Ja, hier haben wir noch, weiß ich nicht, das ist ein alter Herd. Nee, irgendwie was Heizmäßiges, ich kenne das.
kenne das jetzt nicht. Ja, hier haben wir auch noch mal ein uraltes Fenster stehen. Und hier noch mal kleine Dusche. Und noch ein kleiner Raum dazu. Ja, ich schätze mal, hier wird auch nur Küche gewesen sein. Weil hier noch so die Vorrichtungen dafür da sind. Und dann haben wir hier noch eine alte Zeitung. Mal gucken, von wann ist denn der ganze Spaß hier? Ja, guck mal eine an. 15. Mai 2000 und ich mit meinen blinden Augen. 2019. 2019 ist noch gar nicht so lange her. Ja, gut. Also das ist jetzt hier alles nicht so ergiebig, aber immerhin ein uraltes Bauernhaus. Hier hat man auch nochmal aufgestemmt, warum auch immer. Ja, man weiß ja nicht, wie das hier mal 1800 ausgesehen hat, ne? Ja, Leute, hier haben wir nochmal, upsala, hier geht es ja ein bisschen schief. Hier geht es nochmal in so den nächsten Raum. Also, das ist richtig groß hier, das muss man schon mal so sagen. Ja, hier geht aber schon, kommt aber schon so ein bisschen die Decke runter. Hier wölbt sich das schon ordentlich. Ja, also das ist auch nur leider nur ein leerer Raum. Schön sind auf jeden Fall die uralten Türen. Na, also das finde ich wirklich toll. Und dann hier noch die alten Kippschalter hier. Das ist ja auch interessant. Na, also klack, 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 klack. Na gut. So. Oh, hier ist auch gemütlich. Hier, aber da haben wir noch was entdeckt. Und das ist ja noch mal richtig schöne alte Lampe hier, ne? So, genau. Blick aus dem alten Bauernfenster hier. Also auch ein richtig altes Fenster. Ne, einfach verglasen, versteht sich. So, und hier ist auch noch mal richtig alter. Ja, schaut euch das mal an. Ne, also richtig alter. Mein Gott. Für Strom. So, fertig. So, altes Rollo. Hier geht es auch noch mal in so einen Raum. Ja. Ja, auch noch wahrscheinlich hier mit Heizung, mit Holzheizung oder Kohleheizung. Ja, und dann geht das hier schon wieder raus. Und dann ist das hier auch schon fast durch, ne? 998, was ist das? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Alter, ist das hier alt. Na gut. Und auch noch dieses Schiebeding hier. Ne, also aus Plastik und so. Ja, also. Ja. Uiuiui, was ist denn da oben los? Wenn das mal nicht auch noch DDR ist. Ja, Leute, gut. Also wie gesagt, leider nichts mehr drin hier in dem schönen Einbauernhaus. Aber man sieht, wie alt das Ganze hier ist. Das ist also wie uralt. Hier hat man auch nochmal aufgeschnitten. Um mal zu gucken, was denn da noch so hinter ist. Auch interessant. Ja, aber auch hier die alten Holzpaneele hier und alles. Und hier noch der weiterführende Bereich für die Heizung. Ne, also auch noch eine uralte Sicherung hier. Also das ist wirklich richtig uralt hier, das Haus, das muss man schon so sagen. Schade, dass das abgerissen wird, meine ich. Ja, hier noch auch noch ein alter Lichtschalter. Auch wieder die uralte Tür hier und ja. Ja, da hat man ja sogar noch ein bisschen Holz zum Heizen gehabt. Hier auch noch wieder irgendwie, keine Ahnung, Waschbecken oder so. Tja. Ja, liebe Lüt, das war hier erstmal alles. Und ja, hier geht es wieder nach unten. Und ich würde sagen, wir mähen das ja nochmal, ne? Thank you.
Ja, Leute, also wie gesagt, was ich wieder auch schon festgestellt habe, ich musste hier ganz normal heute mit dem Handy filmen. Mein Selfie-Stick, die Batterie ist alle. Ja, doof, doof. Aber wie ihr seht, richtig schönes altes Bauernhaus hier. Ja, war nett hier mal drin gewesen zu sein. Es ist also wirklich alles leer, leider Gottes. Und man kann höchstens ja ahnen, wie das hier alles mal ausgesehen hat. Aber so im Großen und Ganzen ist das hier, ja, leider Gottes wird das hier bald abgerissen, denke ich mal. Und ja, dann ist hier auch leider aus die Maus, ne? Tja, was soll's. So Leute, jetzt sind wir durch hier mit der Location. Im Hintergrund könnt ihr noch das alte Bauernhaus sehen. Ja Lars, das war doch mal wieder ein Zufallstreffer, wa? Sag mal. Also ich würde sagen, das war ein Volltreffer. Wunderbar. Ganz ehrlich sagen. Ja. Und vom Baustil her, was würdest du sagen, wie alt ist das Haus? Weiß ich nicht. Also ich schätze mal so auch so 1800, 1900 oder so. Und dann denke ich auch. Über die Jahre weiter genutzt. Naja. Ja, ich hoffe, wir konnten euch mitnehmen und leider konnten wir euch nicht viel zeigen, es ist halt alles leer, aber wie gesagt, ein richtig schönes altes Bauernhaus, was leider demnächst abgerissen wird. Von daher, bleibt gesund, ne, aktiviert mal den Kanal, macht die Glocke Ding-Dong, ne, dann verpasst ihr keine Videos mehr und hinterlasst mal einen anständigen Kommentar. Alles klar. Alles klar, hau rein. Bis dann, ciao, ciao.